Mitte August kam die Version Camtasia 2022.1 auf den Markt mit ein paar neuen Features. Ein Feature war Bereich unscharf machen. Als erstes dachte ich, na gut, das gibt es ja bereits als Anmerkung, wozu brauche ich das noch als visuellen Effekt? Naja, ich will mal ein paar Beispiele zeigen. Ich habe mich inspirieren lassen von einem englischsprachigen Video von der TechSmith-Webseite. Das erste ist, ich habe hier, wie Sie sehen, so ein typisches Login-Fenster und möchte da die E-Mail-Adresse verbergen. Also gehe ich auf visuelle Effekte, nehme Bereich unscharf markieren und ziehe das einfach per Drag-and-Drop auf mein Video oder in diesem Fall Standbild. Jetzt kann ich die Größe hier anpassen. Ja, im Moment ändert sich der Mauszeiger noch nicht zu diesem Doppelpfeil beim Skalieren. Aber so kann ich das ganz einfach hier entsprechend anpassen in der Größe. Und der Vorteil ist, jetzt kann ich es eben auch ganz einfach animieren. Ich nehme mir eine Animation, eine benutzerdefinierte Animation, mache die dann so ein paar Sekunden lang und gebe dann hier Daten ein, zum Beispiel so eine Drehung, aber nicht 210, sondern nur 21 und skaliere das Ganze dann noch auf 140% ungefähr und schiebe dann das in die linke obere Ecke. Und der Vorteil ist, dass der unscharf gemachte Bereich einfach sich mitbewegt, mit verschiebt und so weiter. Wenn ich den jetzt nicht über die gesamte Zeit haben möchte, kann ich hier unten in meine Eigenschaften gehen und kann das ganz normal kürzen und habe dann die Unschärfe eben nur in einem bestimmten Bereich und dann ist plötzlich das Login wieder da. In diesem Fall macht es natürlich keinen Sinn. Ich kann das auch sogar noch ein- und ausblenden. Also diesen Unschärfe-Effekt. Der zweite Punkt wäre, wenn ich irgendein schönes Urlaubsbild habe und ich möchte da jetzt einfach draus einen schönen animierten Titel machen. Dann nehme ich mir eben auch wieder diesen visuellen Effekt, ziehe ihn hier per Drag and Drop drauf und packe ihn dorthin, wo er mich vielleicht am wenigsten stört. Kann dann hier noch schön mit Ecken die Eckenrundung angeben zum Beispiel. Kann das außen noch weich machen. Das lasse ich jetzt mal, das setze ich nochmal zurück. Und auch das kann ich einblenden. Wir sagen mal jeweils eine Sekunde. Und wenn ich mir das dann hier angucke vom Anfang an, dann blendet sich das ein. Und jetzt kann ich hier oben natürlich entsprechend noch mit einer Anmerkung Text draufschreiben und den entsprechend natürlich auch noch animieren und so weiter. Und man kann ihn sehen und vielleicht noch die Farbe anpassen. Hier ein bisschen dunkel, sieht vielleicht noch besser aus. Was ich auch immer einstellen kann, ist die Intensität natürlich. Ich habe hier also A, die Unschärfe, die eigentliche Unschärfe. Ich kann das also wirklich komplett unkenntlich machen oder nur so ganz leicht unscharf. Wenn ich aber Text drauf habe, sollte ich da schon ein bisschen mehr rangehen. So, dann kann ich die Deckkraft ändern. Ich kann also die Deckkraft der Farbe, die da oben drauf gesetzt wird, ändern, sodass ich also die Schrift wirklich gut lesen kann. Und eben, was die Formen angeht, gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze als Oval darzustellen. Das gefällt mir nicht so. Deshalb mache ich das entsprechend so. Eckenrundung hatte ich schon gezeigt. Eine Ausblendung hatte ich gezeigt. Habe ich eine schöne kleine Titelanimation. Und der dritte Teil hier hinten ist, dass ich ein bisschen mit dem Text spiele. Das heißt, ich habe hier drei Ebenen. In den unteren beiden Ebenen ist das Bild einfach kopiert und wieder eingefügt. Und oben steht der Text. Jetzt werde ich diese mittlere Spur mit dem neuen Unschärfe-Effekt versehen und dafür sorgen, dass der Bereich so groß ist wie die Schrift. Das liegt jetzt noch alles hinter dem Text. So sieht noch so aus wie das vorige Beispiel. Aber vor einigen Versionen wurden ja die Spurmasken eingeführt. Und wenn ich jetzt auf den Text hier eine Medienspurmaske ziehe, dann wird der Text sofort unscharf und ich kann hier sozusagen
die Farbe entsprechend noch anpassen in dem unscharfe Bereich, kann also hier die Deckkraft noch erhöhen. In dem Fall ist das vielleicht ganz sinnvoll, die Unschärfe ein bisschen weg, und habe dann auch nochmal eine schöne Textdarstellung auf einem Bild. Das waren so die drei Möglichkeiten, die mir jetzt erstmal eingefallen sind. Wichtig dabei, dieser Bereich unscharf machen ist immer verbunden mit dem Element, wo man ihn raufgezogen hat, für die gesamte Dauer, es sei denn, ich kürze es per Hand, und ich kann es animieren und ich kann schöne Effekte damit machen. Und das sind doch schon mal drei gute Gründe für so einen neuen Effekt. Viel Spaß beim Nachbauen!